Kurt Erle, auch Kurt Erle, war ein deutscher Theater- und Filmschauspieler. Leben Er begann seine künstlerische Laufbahn 1902 am Krefelder Theater. 1917 erhielt er seine ersten Engagements beim Stummfilm in Metz und Königsberg. Es folgten Anstellungen am großherzoglichen Hoftheater Darmstadt, am königlichen Schauspielhaus Berlin und am Wiener Volkstheater, wo er auch nebenher filmisch tätig wurde. Zuletzt war er Spielleiter und Schauspieler am Stadttheater Saarbrücken. Ehrungen. Bundesverdienst Kreuz 1. Klasse. Filmografie. 1918. Auf Probe gestellt. 1918. Dr. Palmer, Der schleichende Tod. 1918. Arme Lena. 1918. Lebendig tot. 1918. Agnes Arnau und ihre drei Freier. 1919. Moral und Sinnlichkeit. Keimendes Leben, 3, 1919, Bakarat, 1919, Die graue Frau von Alencon, 1919. Sie geht denselben Weg. Der Mutter Sünde, 1919, der Weg, der zur Verdammnis führt. 1. Das Schicksal der Enne Wolter, 1920 der Schädel der Pharaonentochter 1920. Entblätterte Blüten. 1920. Der Dämon von Kolno. 1920. Der Kammersänger. 1920. Der Todfeind. 1920. Die Notheirat. 1920. Maskotte. 1920. Satanas. 1920. Die Frau ohne Seele. 1920. Die Nacht der Prüfung. 1920. Das Raritätenkabinett 1921 Revanche 1921 Die Sünden der Mutter 1922 Der Hinkende Teufel 1922 Sodom und Gomorrah 1922 Die Strafe 1922 Die Sünde 1931 Gefahren der Liebe 1933 Das Tankmädel